Dieser türkische Vorschlag vom Premierminister vorbereitet ist ein Durchbruch, wenn er realisiert wird, um sozusagen diese Kette aufzubrechen zwischen dem Hineingehen in ein illegales Boot und als Ergebnis dann den Aufenthalt in Europa zu bekommen und der Durchbruch dazu, auf zu einem legalen Weg zu kommen. Die Diskussion heute war so, dass wir diesen Grundsatz sehr willkommen geheißen haben. Wir sagen das in unserem Dokument auch, dass wir diesen Vorschlag der Weiterentwicklung und Vertiefung der EU-Türkei-Agenda sehr begrüßen, aber dass wir noch eine gewisse Zeit brauchen, also bis zum nächsten Rat in der nächsten Woche, um die Feinheiten und Details auch wirklich alle zu diskutieren. Es gibt dort auch viele Mitgliedstaaten, die müssen mit ihren Parlamenten reden. Also es gab Diskussionsbedarf. Aber wir haben in unseren Schlussfolgerungen deutlich gemacht, dass wir die Eckpunkte, das Gesamtgerüst dieses Vorschlages mittragen, unterstützen und jetzt auch in großer Geschwindigkeit verhandeln wollen. Wir haben heute mit dem türkischen Ministerpräsidenten über diese Schließung der Zeitung gesprochen, haben alle von unserer Seite noch mal deutlich gemacht, wie wichtig die Pressefreiheit für uns ist und haben auch in unserem Kommuniqué darauf hingewiesen, dass wir dieses Thema mit dem türkischen Ministerpräsidenten diskutiert haben. Unbeschadet davon tut die Türkei sehr viel im Blick auf die Beherbergung syrischer Flüchtlinge. Und ich glaube, dass wenn wir unsere Außengrenze sichern wollen und hier gerade die Seegrenzen von besonderer Bedeutung sind, die Kooperation mit der Türkei wirklich notwendig ist.